Yo Leute, Bruno ist wieder am Start und willkommen zur zweiten Folge Road to Damascus. Falls ihr euch fragt, was hier los ist, die Level-Up-Shots kommen heute um 18 Uhr raus. Einmal rot und einmal blau. So sehen die kleinen Teile aus und sind quasi das Pendant zum Hydration-Drink. Also wenn ihr die geballte Level-Up-Ladung einfach als Shot haben wollt, checkt da am besten direkt um 18 Uhr den Link in der Beschreibung aus. Und ich habe hier noch einen Kühlschrank bekommen, sogar mit dem Chillig-Logo. Oh lol, man sieht ja sogar hier den Bildschirm. Und falls ihr den gewinnen wollt, könnt ihr noch auf meinem Instagram vorbeischauen, weil ich dort den Kühlschrank mit den Shots zusammen verlose. Max Chillig einfach bei Instagram eingeben. Ansonsten 18 Uhr, Code Aimbot natürlich gerne benutzen, wenn ihr mich supporten möchtet und noch Rabatt haben möchtet. Und ich habe heute in meiner Lieblingsserie mal wieder was für euch vorbereitet. Und zwar werden wir mit der MP7 heute die Goldtarnung erspielen. Was uns noch fehlt, 35 Geduckt-Kills, 18 aus großer Distanz, 12 Montiert-Kills. Das war es soweit auch schon, steht auf meiner schlauen Liste. Wir legen jetzt direkt los. Viel Spaß mit dem Video. Ich sag mal, was am meisten Sinn macht, ist am Anfang jetzt wieder... Und deswegen werden wir jetzt auch instant mal die Montiert-Kills machen, auch wenn mein Aim bisher richtig gut ist. Ich werde natürlich, ihr seht das schon an den Streaks... Boah, oha, der war richtig nice. Versuchen, auf das Kampfflugzeug zu gehen. Wobei wir die erste Montiertarnung hier schon bekommen haben. Guck mal, auch hier kann man auch, all die Spots hier auf der Map sind auch übernice. Vor allem, Shoothouse ist wieder zurück, 24-7. Freut mich ehrlich gesagt sehr. Boah, was? Ja, nee, das ist wieder alles Placebo. Die MP7 ist halt, ihr seht das, einfach so eine Maschine. Komm hier, oh, Weitschuss. Klappt leider noch nicht direkt. Da müssen wir auch einige machen. Ich hab mir halt gesagt, oh, dieser Typ, Alter. Schön am Campen aber geholt, dass wir in dieser Folge oder generell in den Folgen ein bisschen mehr Tarnung erspielen zusammen. Nice. Einfach damit wir nicht irgendwie in ein, zwei Runden direkt die Goldtarnung haben und danach... Ah, schade, nichts mehr zu tun haben. Oh, Mann. Diese Junge, schöne Geduckt-Kills. Die machen wir hier am laufenden Bande. Oh, Mann, Alter. Und dann? Und dann... Und da. Und dann kann ich auch mal wieder versuchen, andere Waffen hochzuspielen. Oder muss ich so. Alter, die beste erste Runde überhaupt. Oh. Bravo, bravo. Danke für den Geduckt-Kill, mein Freund. Kommen hier auch noch mehr? Ah ja, ich werde hier erstmal zersprengt wie Sau. Ja, komm. Der nächste Geduckt-Kill. Gar kein Problem. Dann hier aufgelehnt Kill. Hier oben ist was. Kann man auch mal schön. Lol. Wie viel Hit soll ich ihm noch geben durch die Wand? Komm. Der stand da die ganze Zeit und ich krieg ihn einfach nicht. Easy, Junge. So, kann ich jetzt mal wieder einen Weitschuss machen? Ich glaube, ich bin gerade die Weitschüsse komplett am... Der war richtig gut, aber richtig am unterschätzen, weil die ganz schön lange dauern werden, wenn ich so weitermache. Geduckt kriege ich easy immer wieder hin. Kann ich ihn direkt so einmachen? Hauptsache, ich krieg ihn überhaupt. Ich habe gerade Bock, die Streaks aufzubauen. Einmal so nebenbei. Den noch. Und jetzt hier wieder. Man muss defensiv bleiben und dann hat man eine leichte Chance, aber das sind wieder so kranke, ja, so kranke Gegner. Ein paar Leute haben auch mal gefragt, ob ich die Klette kassiere. Ich kassiere sie gerne. Jawohl, da ist er wieder, der Fernkämpfer. Und heute kam ich bisher auch, gut, es ist die erste Runde, aber nichts aus der Fassung bringen und ich bin gut gelaunt. Bam, Junge! So, es ist auch immer noch so, ich starte das Spiel ultra gerne jeden Tag. Und den da oben schaller ich jetzt auch gern weg, der Gerigo. Das ist übrigens Georgs zweiter Undercover-Account, schon Level 155 und die Prezi des Grauens. So nicht, ne? So, kurze Zwischenbilanz. Nur noch 6 Montiert-Kills. Geduckt ist da. Aufgelehnt. Ich werfe jetzt hier den Molly hin, damit ich hier rüber kann. In der Hoffnung. Direkt eingemacht. Kommt der zweite auch noch? Jawohl! Das ist auch ein Fernkampf. Ja, Doppelabschluss-Fernkampf. Direkt den nächsten dahin. Ah, oh! Ah, oh, ah, ja. Ich will das auch... Oha, unbedingt ohne Visier machen, damit das so spektakulärer aussieht. Da ist einer. Jawohl, das klappt halt so gut. Witz, komm raus. Die Goldtarnung rückt immer näher, Leute. Das war's. Und ich krieg die Tarnung nicht. Sie wird nicht angezeigt. Nein. Fuck. Nein. Oh mein Gott. Leute, ich habe die Goldtarnung geschafft. Und es hat gerade die ganze Zeit, ich glaube 50, 60 Minuten nicht aufgenommen. Ärgert mich gerade unnormal, weil ich so schöne Gameplay-Szenen hatte, aber kann man jetzt leider nichts dran ändern. Hier mit der Goldtarnung, die wir gerade erreicht haben, ihr habt es ja gesehen. Damit werde ich jetzt mit euch versuchen, auf das verdammte Kampfflugzeug zu gehen. Lasst bitte schon mal ein Like auf das Video da, wenn es euch bis hierhin gefallen hat. Und der Joke gerade, der ärgert mich gerade so sehr, dass wir jetzt unbedingt nochmal mit dem Kampfflugzeug ein geiles Gameplay haben müssen. Ey, das war so dumm. Und go. Ihr glaubt nicht, wie sehr mir das gerade wehtut, weil ich kann es ja auch nicht rückgängig machen. Ich habe die Goldtarnung jetzt und ich habe euch ja auch versprochen, ja komm, wir machen jetzt einfach ein bisschen mehr Gameplay. Wie ich halt so die Tarnung erreiche und alles. Jetzt hat es wieder nicht geklappt, weil sich mein Aufnahmeprogramm einfach gedacht hat, das nimmt das Gameplay nicht auf. Wie frech. Ihr glaubt nicht, was für einen Hass ich gerade empfinde. Aber auch, wenn das Leben einem manchmal Steine in den Weg legt.
sollte man versuchen, das Beste daraus zu machen. Ich sag mal so, auf der Map hier habe ich in dem Gameplay, was ihr nicht sehen konntet leider, ein ganz gutes Gameplay hingelegt. Und deswegen werde ich das jetzt einfach nochmal für euch versuchen. So, und deswegen wird jetzt hier einfach nur richtig reingegangen. Kommt direkt den Triple zu Beginn. Ich spüre, das wird jetzt... Das wird sehr nice gleich. Sehr, sehr nice. Da können gerne noch mehr kommen. Auch wenn das jetzt gerade... Oh, let's go, Mann. So schnell habe ich das noch nie gemacht. Oben ist was. Oh, ich habe einen C4, ne? Ich schau mal kurz dahin. Da ist einer. Ich weiß ja nicht, ob der Snipe, ne? Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken, ob der kommt. Ansonsten renne ich mal hier gleich ein bisschen hoch. Oh, da hinten. Oh mein Gott, ist die Klasse gut. So, ich push mich jetzt selber so hart, weil mich das alles so aufgeregt hat. Kann ich auch, Junge. Kann ich auch. Ich werde jetzt hier nichts anbrennen lassen. Kommt her, Junge. Komm. Da sind sie. Traut euch. Junge, vier Leute. Oder? Wie viel waren das? Nein! Wo war der Drecksack? Mit der Shotty noch, du... Oh mein Gott, da kann man hin? Ich fass es nicht. Diese Map ist die beste. Oh mein Gott, aber das war so ein geiler Start. Aber wie dumm ist es, dass ich jetzt das Kampfflugzeug nicht bekommen habe. Aber scheiß drauf, wir hauen das jetzt raus. V-Toll haben wir schon mal geschafft. Aber das Kampfflugzeug, das muss jetzt noch her. Komm, friss. Ja, V-Toll bringt mir nichts, wenn der V-Toll die Kill macht. Easy, Junge. Die Goldtarnung der MP7. Ja, Sniper, kannst du nichts machen gegen meine Klasse? Ja, komm doch, Digga. Versuch's. Ich bin gerade so am Abgehen. Oh, warte. Den hole ich mir noch. Keine Sorge. Keine Sorge. Die zeigen sich nicht. Nice. Also mein Aim stimmt gerade super. Ja, meiner. Ich hau den Clusterschlag einfach mal hier irgendwo hin. Da, komm. Da oben. Ah, ist ein Sniper, verdammt. Da kann ich nicht hingehen. Das wäre Selbstmord. Der steht da im Eck. Wann knallt sein Vater? Oh, ich hol mal. Junge, die AX50, die nehme ich mir doch gerne mit. Nachladen war die. Ich glaub's nicht. Komm, Leute. Ihr müsst jetzt einmal zusammen mit mir die Daumen drücken. Da ist noch ein Raum. WTF, da hängt ein Tuch. Digga, willst du mich? Komm, jetzt einmal. Für verdammt nochmal Road to Damascus. Ich wusste einfach nicht, dass man hier hin kann. Das ist ja das heftigste Versteck aller Zeiten. Machen wir das jetzt. Aber ich brauche eure Hilfe. Warum lade ich überhaupt nach? Brauche ich gar nicht. So, hier ist nichts. Das heißt, ich komme gleich hier hoch. 1, 2 wieder. Bam, Junge. Ich denke mal, da ist noch einer. Okay, dann hau ich's. Jetzt dahin. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich habe es voll gechoked. Oh Gott, ich muss das so dringend jetzt schaffen. Die Shotties wieder. Einfach Wahnsinn, wie die spielen. Schlechtesten Spieler aller Zeiten. Jetzt einmal den Run haben. Ist da was? Der MP7 ist so nice. Da unten ist Action. Das spüre ich. Oh je. Guck mal, man muss einfach nur ein bisschen an sich glauben. Hier mache ich gerade kurz kalt. Noch mehr irgendwo. Oha. Guckt euch das Aim gerade an. Krass. Läuft. Wieder zu viele. Okay, sind einige auf A. Warte. Mal kurz so. Oh. Schön den Double gemacht. Hier draußen. Yep. Komm jetzt, bitte. Er steht da im Eck. Wie kann man so ein Mensch sein? Heute sind wir mal ein bisschen sentimentaler unterwegs. Alter Falter, das ist aber auch... Der Typ da oben. Warum krieg ich aber auch immer diese Drecksgegner ab? Warum immer ich? Da, den. Den. Das geht mit der MP7 auch alles easy. Ist nur eine Frage der Zeit. Ich sag's euch, allein für diese Runde jetzt wieder, ich habe fast 40 Kills gemacht. Drückt wirklich die Daumen, wir schaffen dieses verdammte Kampfflugzeug. Moin. Mission schon wieder vorbei. Ach Mann. Oh Mann, Digga. Den noch geholt, den noch geholt. Aimstar. Ey, ganz ehrlich, ich bin gerade so gut unterwegs. Bam, Junge. Ich bin motiviert, bis ich einmal sterbe. Ich glaube, ich quitte jetzt einfach immer aus den Lobbys, wenn ich einmal sterbe. Ja, komm, komm, komm. Come on. Easy. Boah, Junge, Junge. Come on. Ich bin drauf und dran, Junge. Oh. Kann ich hier das hinhauen? Kann ich mir den gönnen? Kann ich? Bitte lad nach, bitte lad nach. Wie viel Glück kann man haben im Leben? Danke. Easy, Junge! Bam! So macht man das. So, jetzt schnell hier V-Toll raus. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. So macht man das. Endlich! Kann ich hier nochmal ein paar Leute knallen? Junge, die haben es so verdient, aufs Maul zu kriegen. Geil, die Lobby, beste. Gegen die ganzen Spitzer. Komm, und noch einen. Gönn!
kill ich mich auch gerne selber. Und mach die Tür noch zu. Alles easy gelaufen. Junge. Leute, ich glaube nicht, wie viel Motivation gerade in mir steckt. Ich habe das Gefühl, die VTOL ist mir komplett geklaut worden. Deswegen lege ich mich jetzt hier hin. Und wir haben gerade die Hälfte der Runde rum. Scheiß drauf, ob mich da jetzt... Hat mich gar keiner geholt. Das erste Mal jetzt hier in Rote Damaskus das Kampfflugzeug. Eins war verändern. Ah, das ist... Ah, lol, das ist wie eine AC-130, wa? Da hinten nochmal hin. Oh, lol, ist das geil. Wo sind die denn? Bei A. Einmal dahin. Schönes Ding. Oh, ey, das ist ja richtig gut. Aber die campen alle. Wie kriege ich die jetzt da raus? Zeit ist gleich vorbei. Oh Gott. Kommen da alle hin in den Spawn? Gönnt euch. Gönnt euch. Hier, gönn. Gönn, Junge. Bitte. Den da. Nice Teil. Jetzt campen die sich hier alle einen weg. Da. Oh. Hau mal hin. Oh, nice. Da noch was? Kommen da hinten nochmal ins Spawn rein. Und Kampfflugzeug leider schon fertig. Aber geil. Ich würde sagen, den haben wir ordentlich gegeben. Und jetzt wird es Zeit, dass ich hier nochmal kurz einmal den... voll motiviert mit der MP7, mit der Goldtarnung so auf den Deckel gebe. Ey, geile Runde. Ich... Oh, er macht schon eine 360. Ich kann mich nur wiederholen. Oh, wie das läuft auf einmal. Ich habe so viele Schwitzer-Lobbys gehabt. Da wieder. Zack, mein Kill. Ich brauche eigentlich gar nicht nachladen, weil die alle... Da ist er wieder. Nein. Oh, 30-0 hatte ich oder so. So, ich gönne mir jetzt nochmal ein paar extrem entspannte Kills. Da kommt er schon. Oh, jawohl. Fühlt sich sehr gut an, den nochmal so gegeben zu haben. Hier ist aber safe noch mehr drin. Ja, den gönne ich mir auch noch. Hier drin. Komm, machen wir das perfekt. Oh, machen wir das Ende perfekt. Let's go. Nochmal genau 40 Kills gerade gemacht. Geile Scheiße. Wer bis zum Ende mit dabei war, gerne einfach mal in die Kommentare schreiben, bis zum Ende dabei gewesen. Ihr seht ja, am Ende kommt oft immer noch eine kleine Überraschung. Sehr, sehr nice geworden, finde ich. Guckt definitiv beim Gewinnspiel auf Instagram mal vorbei. Ansonsten macht's gut, habt noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns im nächsten Video oder halt hier im letzten. Haut rein und bis zum nächsten Mal.